Wir haben ein starkes Team für Sie, wenn es darum geht, E-Mobilität ohne Sorgen zu haben und wenn Sie eine intelligente Ladelösung für Ihr E-Auto benötigen. Wir sind beim Team Technivolt und Technisat. Technivolt ist das neue E-Mobility-Unternehmen und arbeitet mit Technisat zusammen. Es geht um die Entwicklung und die Produktion moderner, hochwertiger Ladestationen für Sie zu Hause. Technivolt 1100, das ist die Ladestation, die ist nicht nur made in Germany, sie ist ausgezeichnet mit dem EF Design Award, mit dem Red Dot Design Award und das ist wie so ein kleines Kunstwerk für Ihr Haus. Bedeutet, wir haben eine moderne Ladestation mit einer integrierten Kabelaufwicklung, dass kein Kabel herunterhängt. Wir haben hochwertige Materialien wie eine Glasscheibe. Das ist Sicherheitsglas für Sie. Und für mich ist Glas auch etwas Langlebiges. Das heißt, die ist witterungsbeständig. Sie hat die Schutzklasse IP54. Das heißt, Sie können diese Ladestation ohne Probleme draußen installieren lassen. Regen, Schnee, Eis, gar kein Problem. Diese Glasfront bleibt einfach jahrelang einfach schön. Und die Technivolt 1100 ist eine 11 Kilowatt Ladestation, was die maximale Ladeleistung angeht. Sie wird ausgeliefert mit einem 5 Meter langen Kabel, wahlweise auch gern in 7,5 Meter Länge. Am Ende erwartet Sie der Typ 2 Stecker. Das ist der in Europa meistgebräuchliche Stecker. In Deutschland der Standardstecker zum Aufladen. Wir haben hier eine maximale Ladeleistung von 11 Kilowatt. Das ist ein sogenanntes dreiphasiges Laden. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn Sie Ihre normale Steckdose vom Toaster, vom Wasserkocher nehmen, von der Waschmaschine, vom Fernseher, ganz egal, das ist eine Phase. Da haben Sie eine Leitung mit Strom. Hier werden sozusagen drei Stecker gebündelt, dass Sie so auf eine maximale Leistung von bis zu 11 Kilowatt kommen können. Und für Sie zu Hause ist das so angenehm. Sie parken einfach ein, rückwärts oder vorwärts. Das Kabel ist einfach lang genug. Sie öffnen die Ladeluke, stecken den Typ 2 Stecker in Ihr E-Auto. Der Ladevorgang startet dann automatisch. Und da habe ich auch noch eine ganz wichtige Info für Sie. Wenn es um die Autorisierung des Ladevorgangs geht, haben Sie zwei Möglichkeiten. Ist die Technivolt 1100 in Ihrer Garage, dann kann man sie so einrichten, dass der Ladevorgang automatisch startet. Sollten Sie sie aber an Ihrer Fassade vor dem Haus an einem Stellplatz installiert haben, dann wäre es doch ganz wichtig, dass nur Sie die Technivolt 1100 in Betrieb setzen können, sodass gesichert ist, dass auch nur Sie den Strom dementsprechend erhalten können. Und im Lieferumfang haben wir dafür zwei sogenannte RFID-Karten mit dabei. Diese Karten autorisieren den Ladevorgang. Und da werfen wir einfach mal einen Blick auf unsere Technivolt 1100. Und da sehen Sie, wir haben zum einen oben eine farbliche LED-Statusanzeige. Da kann ich jederzeit ablesen, in welchem Modus, in welchem Betriebsmodus gerade unsere Technivolt 1100 ist. Und darunter sehen Sie das kleine Logo für NFC. Das steht für Near Field Communication, bedeutet nichts anderes, als dass ich meine Karte nehme, stecke vorher den Stecker in mein Auto und sage dann der Ladestation, so, bitte sehr, jetzt ist der Ladevorgang autorisiert. Sie sehen, die Karte wird gescannt, gecheckt und dann mit grün wird der Ladevorgang automatisch gestartet. Zu den Sicherheitsfunktionen neben der Schutzklasse IP54 gehört natürlich auch, dass der Stecker Typ 2 automatisch in Ihrem PKW arretiert wird, damit er da auch fest drin ist, dass Ihre Kinder nicht rankommen können, dass keiner den einfach rausziehen kann. Des Weiteren ist ganz wichtig, auch für die Installation durch den Fachmann, dass wir die sogenannte DC-Fehlerstromerkennung integriert haben. Das ist für Sie dann auch bei den Installationskosten nochmal ein Preisvorteil. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, haben wir noch zwei wichtige Funktionen. Das ist zum einen das Lastenmanagement und zum anderen das Energiemanagement. Beim Lastenmanagement geht es darum, dass ich dann auch die Technivolt 1100 mit weiteren Ladestationen intelligent vernetzen kann. Kleiner Exkurs, ich habe eine Ladestation bei mir in der Tiefgarage. Dort gibt es noch viele weitere Stellplätze. Sollten jetzt weitere Bewohner dort Ladestationen anbringen, wird es irgendwann sinnvoll, dass die untereinander intelligent kommunizieren und die Ladungen verteilen und sicher sind. Dafür ist das Lastenmanagement da. Das ist integriert, das macht sie für Sie natürlich auch zukunftssicher. Das Energiemanagement ist gerade auch für private
Häuser ganz wichtig, wenn Sie eine tolle neue Photovoltaikanlage haben. Dann arbeitet die Technivolt 1100 mit Ihrer Anlage gern zusammen. Das heißt, die Sonnenenergie, die Sie tanken, können Sie entweder vielleicht in einen Akku in Ihrem Haus fließen lassen. Sie können aber auch überschüssige Energie direkt über die Technivolt 1100 in Ihren Pkw laden. Also auch das ist schon alles vorbereitet und sicher für Sie. Die Technivolt 1100 hat einen integrierten WLAN-Hotspot. Und über ein Webinterface, was Sie dann auf Ihrem Tablet-PC, Smartphone oder Laptop aufrufen können, können Sie sie einrichten und natürlich auch weitere RFID-Karten autorisieren. Und diese Karten gibt es unter anderem auch im Zubehör, sodass Sie auch gerne, wenn die Familie größer wird oder die Nachbarschaft, je nach Verwendungszweck, kann man immer wieder weitere Karten hinzufügen. Meine persönliche Empfehlung wäre auch ein Blick in den Shop, damit Sie auch weiteres Zubehör für Ihre Technivolt 1100 erhalten können. Zum einen sehen Sie hier diese schöne große Edelstahlsäule. Zum anderen haben wir auch hier, gerade wenn die Ladestation an der Fassade draußen angebracht wird, eine wunderbare Halterung für den Typ 2 Stecker. Diese Halterung ermöglicht es dem Stecker, witterungsbeständig und durchlüftet aufgehangen zu werden, sodass Sie den Stecker jederzeit trocken und Sicherheit für Ihren Pkw benutzen können. Weiteres Zubehör, ja, schauen Sie da einfach mal rein. Über die Karten, über die Aufhängemöglichkeiten finden Sie dort alles. Weitere Informationen gerne beim Fachhändler oder natürlich auch bei Technivolt im Internet.